Lunge reagiert auf Pumping Monkey. Stell dich mal vor. So scheiße. Von ihrem Bruder. Die Zensur war schon bei ihm schon immer bodenlos, Digga. Kaputt geschlagen. Bruder, was? Du? Leute, ihr wisst mir nicht glauben, da fällt mir nur eine Sache ein. Verarscht zu Hause deinen Freund, dass sogar die Jungs sich dann gemeldet haben und gesagt haben, Bruderherz, wegen deinem Video habe ich gesehen, wie unloyal meine Freundin ist. Der hungrige Hugo hat irgendwie 10 von uns mit reingenommen. Ich bin echt gespannt. Also Monte soll auch drauf reagiert haben. Es geht um meine Zensierung. Und was meine Zensierung angeht, bin ich sehr empfindlich. Ich sag euch gleich was dazu. Hab ich untergesagt? Junge reagiert auf Pumping Monkey. Stell dich mal vor. So scheiße. Diese Zensierung, Bruder. Ey, aber der hat meinen Namen gesagt, ne? Junge reagiert auf. Junge reagiert auf Pumping Monkey. Hab ich untergesagt? Junge reagiert auf Pumping Monkey. Stell dich mal vor. Hungriger Hugo, ich küsse dein Herz, Bruder. So scheiße. Mann. Video okay für dich? Ja. Mann, Mann, Digga. Bruder, was? Du bist ohne Kopftuch in den Video. Schau den Typen tot und er sensiert sich schnell. Wer auch immer das Video geschnitten hat, du bist wirklich der größte Stück Scheiße. Aber... Wisst ihr, was ich hier nicht checke, Digga? Ich meine, das sind ja große YouTuber. Die müssen doch wissen, dass ich das nicht bin. So, Edu ist ja auch im Chat. Edu ist auch der Cutter von mir. Und das Problem ist, was die Zensierung angeht, wenn wir vorher wissen, also wenn wir vorher Bescheid wissen, dass jemand zensiert werden möchte, dann machen wir das auch. Dann ist es auch professionell. Guck mal, ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Das hier. Das ist jetzt zum Beispiel ein Mädchen, die sich vorher schon gemeldet hat und gesagt hat, könnt ihr mich bitte zensieren. Die anderen Zensierungen sind von YouTube. Die sind nicht von uns. Ja, nee, ihr müsst euch so vorstellen. Ich filme die Leute, ich drehe alles ab, ich komme nach Hause, ich schneide die Videos und lade sie hoch. So, nachdem das Video, Bruder, 2 bis 3 Stunden online ist, melden sich diese Leute und sagen, lösch das Video oder verdeck mein Gesicht. Und ich sag denen noch, ey, ich habe eh schon einen brutalen Ruf wegen dieser Zensierung, weil sich die Leute immer zu spät melden. Also ich kann dir nicht garantieren, dass dein Gesicht gut verdeckt sein wird. Du kannst mir glauben, dass man dein Gesicht trotzdem sehen wird. Und das ist für mich meiner Meinung nach noch mehr Blamage. Wenn du dich zensieren lässt von YouTube aus, das ist noch mehr Blamage, Digga. Also das ist jetzt echt ein krasses Thema, was wir haben, ne? Weil meine Zensierungen, das ist ja so ein Hauptthema. Ich gehe auf TikTok und sehe irgendwelche Markierungen, wo irgendwelche Frauen reden. Du willst zensieren lernen? Dann lad dir jetzt diese App runter, ne? Dann markieren Leute mich da drauf. Dabei wissen die aber gar nicht, dass diese Leute, wie gesagt, sich erst melden, nachdem ein Video online ist. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann. Ich zeige euch jetzt genau, was ich meine. Passt auf jetzt. Guck mal, Leute. Wenn du hier auf Editor gehst, dann steht hier unerkenntlich machen. Und wenn du hier drauf drückst, gibt es hier Gesichtsverpixelung. Und wenn du da drauf drückst, Bruder, dann lädt das erstmal so 15, 20 Minuten, dann kommen alle Gesichter raus, die im Video dabei waren. Und dann klickst du die Leute an oder die Person an, die zensiert werden möchte. So hat es YouTube Tutorial erklärt. Klickst die Gesichter an, drückst auf Speichern, Bruder, und dann steht da, Video wird verarbeitet, es kann mehrere Stunden dauern. Und das übernimmt das automatisch. Und irgendwann, Bruder, die Zensierung ist da, du siehst, Gesicht ist zensiert. Dann zoomt es so, kommt wieder zurück, auf einmal ist mein Gesicht zensiert und dann guckst du, dass oben das Kaufhaus zensiert ist und dann ist auf einmal, ja, jeder Bruder im Video ist einmal zensiert. Ich weiß nicht, warum YouTube so einen Fehler hat. Keine Ahnung, also mein Fehler oder unser Fehler ist es nicht. Das ist wie gesagt, die Leute melden sich und sagen, zensier mich, nachdem das Video online ist. Und das ist halt so ein
so eine Sache, die mir tierisch auf den Sack geht. Da bin ich auch nicht der einzige YouTuber, der diese Probleme hat. Vor allem die YouTuber, die halt auf der Straße so Interviews machen. Leute, ich sag euch, das ist nicht einfach, ne? Ja, nein, das ist nicht mit einem Videoschneiden hochgeladen. Da gibt's viel Kopffix. Die Leute schreiben euch E-Mails, Nachrichten. Boah, du fragst sogar nach denen ihr Einverständnis. Und trotzdem willst du irgendwo menschlich bleiben. Ich könnte auch sagen, ey, scheiß drauf, Mann. Ich habe dein Einverständnis genommen, ob das Video für dich okay ist. Und weißt du, aber trotzdem will ich irgendwo ein Mensch sein und sagen, okay, komm, ich verdeck dein Gesicht. Zwar noch mehr Blamage für dich, weil man wird dein Gesicht sehen. Ich garantiere dir nichts. So, und deswegen will ich euch zeigen, das war zum Beispiel ein Video, wo wir wussten, dass das Mädchen schon zensiert werden möchte. Vorher. Guck mal, seht ihr die? Guck mal, die ist komplett zensiert. Denk mal, jetzt passiert mir so ein Fail, Digga. Ich bin direkt am Phoenix hier, deswegen bin ich jetzt bei Phoenix West. Ich habe zwar Privatveranstaltungen gemacht, ohne eine Story anzukündigen. Das meine ich, ihr könnt euch das Video auch selbst geben. Ich möchte euch jetzt nicht das ganze Video zeigen. Das war in Düsseldorf. Das war zum Beispiel, ich habe wirklich ein, zwei Videos, bestimmte Videos, wo die Leute vorher zensiert werden wollten. Und da habe ich natürlich dann, da haben wir das dann auch gemacht. Aber Bruder, das hat mir so einen Ruf gegeben, diese Zensierungen, dass die Leute denken, hä, warum zensiert der so? So, und Monte hat angeblich, also Monte hat ja auch jetzt auf das Video reagiert. Sprung reagiert auf Bumping Monkey. Stell dich mal vor. So scheiße. Ma. Hat das keiner gecheckt? Das Video okay für dich? Ja, ja. Ja, jetzt geht es nur. Jetzt zensiert er sich von ihrem Bruder. Die Zensur war schon bei ihm schon immer bodenlos, Digga. Kaputt geschlagen. Bruder, was? Du bist ohne Kopf. Das ist aber das, was ich meine. Aber die müssen das doch checken, dass die Zensierung nicht von mir ist. Leute, wenn ihr zensiert werden wollt und bei mir in den Videos mitmacht, dann überlegt euch das früh genug und meldet euch ein bisschen früher und nicht nachdem das Video schon online ist und das jeder gesehen hat. Das ist auch so eine Sache, ne? Da ist so ein Video online, der in einem Tag 50.000 Klicks macht, ja? Und der ist seit ein paar Stunden. Ja, ne, der macht in ein paar Stunden 50.000, ne? 50.000 Klicks. Das sind jetzt so Zahlen in unseren Köpfen, vor unseren Augen, wo wir nicht genau wissen, wie viele Menschen das eigentlich sind. So, und der Spruch, was im Internet ist, bleibt im Internet. Bruder, der ist wahr. Da kann jeder sagen, was er will. Du kannst machen, tun, was du willst. Du kannst FBI, du kannst Medical Detectives, du kannst größte, du kannst alles holen, was du willst. Was im Internet ist, bleibt im Internet. So, dann habe ich die besten Kandidatinnen oder Kandidaten, die sich natürlich nach dem Video melden, wo es natürlich schon 50.000 Klicks bekommen hat in ein paar Stunden, lösch das Video, nimm das Video runter. Dann ist meine Nachricht auch so, eigentlich ignoriere ich es, aber wenn ich mal schlechte Laune habe, dann gehe ich auf diese Nachrichten ein, weil es mir tierisch auf den Sack geht, dann sage ich auch mal gerne, du meldest dich aber ein bisschen früh, ne? So zu spät, mein Freund. Dann sage ich, guck mal, auf meine Videos reagieren sehr, sehr viele Menschen und darunter auch ein paar, die auch gute Klicks machen. Wenn ich das Video jetzt runternehme, kommt in ein paar Stunden eine Reaction oder spätestens am nächsten Tag. Und diese Reactions hören nicht auf. Abgesehen von den Reactions gibt's hunderte TikTok-Clips. Die machen die meisten Klicks, Bruder. Ich werde manchmal drauf markiert von irgendwelchen Leuten, von meinen Videoclips. Also von meinen Videos nehmen die auf TikTok so Videoclips und laden das hoch. Bruder, ich gehe manchmal drauf, das hat 4, 5 Millionen Klicks. Ja, das sind Leute, laden sich oder nehmen diese kleinen Clips auf und laden die auf TikTok hoch. So. Ja, wie willst du das aus dem Internet rausschaffen, dass du mir schreibst, lösch mal das Video oder verdeck mal mein Gesicht. Leute, ihr werdet mir nicht glauben, ich werde manchmal verrückt, was diese Videos angehen. Der Text ist so lang, guck mal, wie unser ganzer Bildschirm, so. Du denkst dir, oh mein Gott, bin ich eine Straftat? Habe ich eine Straftat begangen? Warum habe ich so einen Text?
Das interessiert mich. Der Text fängt an. Schönen Tag. Es gibt ein Riesenproblem und es kann auch dir Probleme machen. Und du denkst so, oh, Bruder, du liest diese Nachricht und es geht um ein Video, wo die Person mit drauf ist. Und du denkst dir so, ich erinnere mich aber gar nicht an dich. Ich weiß ganz genau, wen ich an dem und dem Tag gefilmt habe. Und dann frage ich, wer bist du denn eigentlich? Bruder, die schicken mir einen Screenshot, wo sie 50 Meter weiter hinten sind, im Hintergrund, und vorbeilaufen. Und die schicken mir das und sagen, lösch das Video. Komm und beleidige diese Menschen nicht. Also ich würde sie am liebsten beleidigen, weil mein Kopf darauf nicht klarkommt. Was fällt dir ein, mir zu schreiben, lösch mal das Video, weil man dich 50 Meter im Hintergrund sieht. Weißt du, so Mädels, meistens. Da fällt mir nur eine Sache ein. Verarschst zu Hause deinen Freund, dass du irgendeinen Arzttermin hast oder zum Geburtstag von deiner Freundin gehst und dann auf einmal vorm Gipsen landest in Frankfurt auf der Zeil, wo man natürlich nicht wissen sollte, dass du um diese Uhrzeit da bist. Tja, dann ist natürlich Pumping Abi da, der dich auf Kamera erwischt hat. Sowas nennt man Karma, Schwesterherz. Ne? Sowas hatten wir auch schon oft genug. Also das hatte ich sehr oft, dass sogar die Jungs sich dann gemeldet haben und gesagt haben, Bruderherz, wegen deinem Video habe ich gesehen, wie unloyal meine Freundin ist. Stehen hinten an der Schlange in Gipsen. Gipsen ist ein Club in Frankfurt. Auf der Zeil, da wo ich immer die Videos drehe. So, und da hat man die dann gesehen. Und das Allerschlimmste ist, was jetzt wirklich Herzschmerzen, Bruder, wo Jungs sich gemeldet haben und gesagt haben, siehst du die im Hintergrund? Screenshot. Das ist meine Alte mit einem anderen Typen. Was sucht sie denn da? Und das sind dann diese Nachrichten. Und deswegen, ich warne euch, wenn ihr meine Kamera seht, dass ich da filme und ihr seht das auch, dann kommt direkt zu mir und sprecht mich ganz normal drauf an oder lauf einfach vorbei oder nimm eine andere Richtung. Ja, was läufst du denn da an extra noch vorbei? Oder Karma, Digga. Sowas ist Karma. Und deswegen sage ich euch, an alle Mädels, die mir nochmal so einen Text schreiben sollten, ich blamier euch extra. Ich mache einen Screenshot davon, von eurem Account, von dem Video, poste das auf meinen Insta-Story und sag, die nächste, die ihren Freund verarscht, sagt, ich soll das Video runternehmen. Amen, Aroim, ne, Güzel. Fahr ich nach Frankfurt, zahl meinen Sprit, fick meinen Kopf, meine Füße, ich fühle mich nach dem Videodreh wie ein Zombie. Zum Teil gebe ich mir ein Ibuprofen danach und dann komme ich nach Hause und dann habe ich noch als Maulkasem. Danach habe ich noch die Arbeit, das Video zu cutten, ja, und dann kommt da so eine Alte, die im Hintergrund ihrem Freund fremd geht und sagt zu mir, ich soll das Video runternehmen. Wer bist du?